Ausstellung Defined Bodies von Grace Schwind vereint einerseits eine Präsentation von neuen Skulpturen, die die Künstlerin während eines Jahres erarbeitet hat. Integrativer Teil der Ausstellung Defined Bodies ist die Performance The Boxer, ebenfalls ein wichtiges Element, das die Künstlerin erarbeitet hat mit verschiedenen Performerinnen aus der Schweiz. Ein Moment in der Ausstellung ist auch die Ambivalenz zwischen dem Erscheinen und dem Dargestellten, wie hier in diesem Saal, wo die Bühne einerseits zum Sockel wird während der Ausstellung und während dem performativen Akt zur Bühne wird. Ein Ausgangspunkt ihres Schaffens ist das Individuum. Wie kann der Einzelne, die Einzelne in unserer Gesellschaft selbstbestimmt handeln? Die Skulpturen offenbaren einerseits eine verletzliche, eine versehrte Seite, sind aber gleichzeitig auch selbstbestimmt und herausfordernd. Es geht eben ganz viel in meinen Arbeiten auch um Wunden und Wunden zu zeigen und Zerbrechlichkeit und Trauma zu zeigen. Also mein Gefühl ist immer, dass es halt extrem fragil sein kann auch und gleichzeitig so auch ganz stark sein kann. Und die Stärke kann ich eigentlich fast besser noch beschreiben als so eine Zufriedenheit in sich oder so eine Ruhe, dass so der Körper, der eigentlich fragil ist, wieder so eigentlich perfekt ist, egal wie gebrochen oder wie traumatisiert ist.